Heute beim elektrischen Reporter: virtuelle Fitness, ein Hausverbot und Fernbeziehungen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Bild vom übergewichtigen Computernutzer, dessen sportliche Aktivitäten sich in der Hauptsache darauf beschränken, dem Pizzabringdienst die Tür zu öffnen, ist aus der Vorstellungswelt vieler Zeitgenossen nur äußerst schwer zu vertreiben. Daran haben auch Fitnessarmbänder und Sport-Apps nichts geändert. Derweil erobert das Digitale die nächste Ebene der Körperertüchtigung, wie unser erster Beitrag zeigt. Fast so alt wie der Traum vom Fliegen ist der Traum, möglichst ohne Anstrengungen schlank und fit zu werden. Ein Münchner Start-up verspricht nun beides. Mit dem Virtual Reality Fitnessgerät Icaros verbinden die Gründer Michael Schmidt und Johannes Scholl Training und Computerspiel. Ihr Icaros ist ein Flugsimulator für die künstliche Realität. Das Entscheidende? Man lernt nicht etwa, ein Flugzeug zu steuern, sondern man verwandelt sich selbst in eine menschliche Flugmaschine und trainiert so ganz nebenbei seinen Bewegungsapparat. Wir haben die Möglichkeit, Leute wirklich nach einem anstrengenden Arbeitstag oder wann auch immer in eine völlig andere Welt eintauchen zu lassen. Ich bekomme ein Gefühl für meinen Körper und das merkt man sehr, sehr schnell. Und man merkt auch über die Zeit, wie man stetig Fortschritte macht und wie man immer besser wird im Fliegen. Aber es war ein weiter Weg für Icaros. Zu komplex und kostspielig sind die ersten Entwürfe. Eine Art Ironman-Anzug mit beweglichen Gliedern. Dabei tragen die meisten Industriedesigner die Lösung für ihr Problem den ganzen Tag mit sich rum. Ihr Smartphone. Denn mit einer High-End-Datenbrille verbunden reicht schon ein ganz normales Mobiltelefon aus, um einen Metallrahmen in ein Virtual-Reality-Fluggerät zu verwandeln. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir doch so ein recht abgespacedes Konzept, jetzt wo die Technik verfügbar ist, in ein realistisches und machbares Stadium auch bringen. Und so haben wir dann angefangen, mit der ersten Brille wirklich Prototypen zu bauen. Die sahen teilweise wirklich wild aus. Und wild fühlt sich ein Flug mit Icaros auch für die Spieler an. Mit ihren Arm- und Beinbewegungen steuern sie die Apparatur. Eine Landschaft über die Datenbrille immer vor Augen. Dabei wird der Körper zum Controller, das Training zum Spiel. So sollen selbst Sportmuffel Lust auf ein Workout bekommen. Ein Ansatz, der auch für Sportmediziner wie Ingo Frohböse interessant ist. Das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe, in eine völlig andere Körperposition mal mich hineinzubringen. Eine Körperposition, die wirklich dem Fliegen ähnelte. Das Fliegen ist natürlich spaßig, aber ich habe auch Reaktionen in meinem Körper verspürt. Mir wurde ein bisschen plümmerant, wie wir so in Köln sagen. Aus sportmedizinischer Sicht lässt sich sagen, das Gerät trainiert sehr wohl den Halteapparat und die Bewegungskoordination. Doch es gibt, wie bei anderen Sportarten auch, Verletzungsrisiken. Etwa durch Überbelastung oder unnatürliche Bewegungen. Und auch wer von Sixpack und Muskelpaketen träumt, ist in der Muckibude besser aufgehoben. Also ist kein Trainingsgerät, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein erlebnisorientiertes Spielgerät, was ich aber erstmal gut finde. Die Innovation für mich ist letztendlich die neue Bewegungsform, eine neue Bewegungsqualität. Und nicht nur Sportwissenschaftler glauben an das Potenzial des Trainierens im virtuellen Raum. Auch Dennis Temme vom Kölner Institut für Tanz- und Bewegungskultur ist überzeugt, dass Virtual Reality die Fähigkeiten unserer Körper verbessern oder sogar erweitern kann. Aber nicht unbedingt im Sinne von schneller, stärker, besser, sondern vor allem künstlerisch und ästhetisch. Es ist ja ein Spiel, was mir irgendwie die Idee geben soll, dass ich fliege, und es macht ein Bewegungserlebnis. Und im Grunde genommen ist das sehr ähnlich zu Tanz. Ideal wäre natürlich, dass man sich komplett frei in diesem Raum irgendwie bewegen kann und dass das System auch sehr fein reagiert. Von absoluter Bewegungsfreiheit ist man im Icaros heute noch weit entfernt. Aber Scholl und Schmidt arbeiten bereits an neuen Anwendungen. Zum Beispiel Tauchspielen oder Weltraumduellen. Aber gerade solche Extremsporterfahrungen, etwa in der Schwerelosigkeit, würden die Körper der meisten Spieler überfordern. Vorerst. Also das Grundproblem ist natürlich, dass die Biologie bestimmte
ja, Strukturen und Reize benötigt. Ich muss zum Beispiel auf meinen beiden Füßen stehen können, um mich sicher zu fühlen. Heißt also, auf den Kopf stellen darf man mit VR eben nicht. Allerdings, neue Reize zu setzen, ist auch ein Lernprozess. Fitnessgeräte für die virtuelle Realität können den Traum vom Fliegen oder Tauchen erfüllen. Und Menschen an Orte und in Situationen bringen, auf die ihre Körper nicht vorbereitet sind. Das verspricht nicht nur neue Erfahrungen und Bewegungsabläufe, sondern auch neue Trainingsreize. Und damit haben die Nachfolger von Icaros und Co. tatsächlich das Potenzial, schon bald Fitnesscenter und Yoga-Studios überflüssig zu machen. Um eine Bäckerei, Flüchtlinge und ein Hausverbot. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Klaus Brandt, ich bin Geschäftsführer der Bäckerei Brandt in Kirch am Rolanden und twittere in dieser Eigenschaft sporadisch unter dem Account Donnersbäcker. Ja, es sind ein paar Wochen her. Da hatte ein Kunde bei uns angerufen und hat sich darüber beschwert, dass wir einen syrischen Flüchtling beschäftigen, was er aus der Lokalpresse erfahren hat. Und hat einige rassistische Äußerungen am Telefon losgelassen und mich so in Wut versetzt, dass ich ihm Hausverbot erteilt habe und im Affekt auch einen Tweet abgesetzt habe, in dem ich das verkündet habe, dass ein rassistischer Kunde bei mir Hausverbot erhalten hat. Ja, also der Anruf vom Kunden hat bei mir so eine Reaktion ausgelöst, dass ich dachte, das kenne ich doch irgendwoher, kauft nicht bei Leuten, die Flüchtlinge beschäftigen, kauft nicht bei Juden, sowas hat man in Deutschland schon mal gehabt. Das war meine Assoziation in dem Moment. Ja, zunächst gab es überhaupt keine Resonanz auf den Tweet. Das hat einen halben Tag gedauert, bis die ersten Retweets kamen und irgendwie ist es wohl in die Timeline von Bodo Ramelow gekommen. Und der hat den Tweet retweetet. Und dann hat das Ganze erstaunlich Fahrt aufgenommen, bis dann drei Tage später das Online-Nachrichtenmagazin bei mir angerufen hat und hat einen Bericht darüber veröffentlicht. Und dass das auf einmal Wellen schlägt, damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet an der Stelle. Als Resonanz kam auf Twitter zunächst überwiegend Positives. Das war ein Faktor, glaube ich, 10 zu 1, wenn ich es mal so grob schätzen sollte, dass Leute die Reaktion begrüßt haben und 10% haben sich darüber beschwert. Das hat sich später ein bisschen umgekehrt noch auf anderen sozialen Medien und dann, was ich persönlich gekriegt habe, da war der Anteil von negativen Äußerungen durchaus noch höher gewesen. Ich glaube, dass die politische Stimmung im Land dazu beigetragen hat, dass ein rassistischer Kunde sich in der Art traut, heute zu äußern, was er wahrscheinlich vor einem Jahr sich nicht getraut hätte. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalls hatte der syrische Praktikant sein Praktikum beendet und hat sich auf seinen Sprachkurs konzentriert. Und seit gestern ist er jetzt offiziell bei uns in Ausbildung und freut sich. Flexibilisierung der Arbeitswelt bedeutet nicht nur, dass sich Arbeitszeiten nicht mehr an das 9-bis-5-Schema des 20. Jahrhunderts halten. Auch die Arbeitsorte entkoppeln sich zunehmend von den Wohnorten. Das wiederum fordert viel Einfallsreichtum bei der Pflege der Zweierbeziehung. Und auch hier hilft das Digitale, wie unser nächster Beitrag zeigt. Der Boom von Online-Partnervermittlungen hat einen Nebeneffekt. Immer mehr Menschen führen Fernbeziehungen. Studien zufolge haben bereits 10% aller Deutschen einen Partner, der mehr als 200 Kilometer entfernt lebt. Aber das Internet verändert nicht nur die Art, wie wir uns kennenlernen. Es verändert auch, wie wir miteinander in Verbindung bleiben. Mit Messenger-Apps, die Fernliebenden wie Robert Klemm die Distanz erträglicher machen. Seine Freundin in Zürich sieht er vor allem online. Also für mich ist es sehr wichtig, so den Alltag miteinander zu teilen und schon relativ genau zu wissen, so was macht meine Freundin jetzt gerade, um halt auch ja, eben daran teilzuhaben, weil sie es mir eben nicht abends auf der Couch erzählen kann, wie in einer normalen Beziehung. Frühstück, Treffen mit Freunden und Ärger im Büro. Menschen, die eine Fernbeziehung führen, vermissen es, an diesen Alltäglichkeiten aus dem Leben des anderen teilzuhaben.
und halten sich deshalb per Foto, Video oder Textnachricht auf dem Laufenden, um so wenigstens virtuell dabei zu sein. Aber körperliche Anwesenheit ist selbst durch Dauerchatten nicht zu ersetzen. Und gerade Textkommunikation ist ein häufiger Konfliktherd. Also ich denke, dass das größte Problem in der Fernbeziehung ist, dass man natürlich einfach nicht persönlich füreinander da sein kann. Und daraus können dann natürlich auch mal Missverständnisse entstehen, die dann einfach darauf zurückzuführen sind, in welcher Situation ist jetzt gerade derjenige, der die Nachricht bekommt, in welcher Situation ist jetzt derjenige, der die Nachricht schreibt. Außerdem, wer in ständigem Kontakt mit dem oder der Liebsten steht, schafft eine hohe Erwartungshaltung. Streitigkeiten aufgrund ungelesener WhatsApp-Nachrichten, für Fernliebende keine Seltenheit. Die Psychologin Raffaela Dirks glaubt deshalb, dass Dauerkommunikation ein idealer Nährboden für Misstrauen in einer Beziehung ist. Es kann eine sehr starke Kontrolle entstehen, fast obsessive Kontrolle. Wie gesagt, wenn jemand unsicher ist oder besonders eifersüchtig, das ist ein sehr großer Druck, weil man hat keine Freiheit mehr, sich zu bewegen, auch wenn man nichts Schlimmes macht. Wer vom anderen verlangt, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein, zeigt damit nicht, wie verliebt er ist, sondern bringt Stress in die Beziehung. Raffaela Dirks glaubt ohnehin nicht, dass es in einer Fernbeziehung darauf ankommt, wie häufig oder wie lange man miteinander kommuniziert. Viel wichtiger ist, dass man bei der Wahrheit bleibt und die räumliche Trennung nicht etwa dazu nutzt, sich selbst ständig ins beste Licht zu setzen. Denn das wird spätestens beim Wiedersehen zum Problem. Wenn der Partner sich auf einen virtuellen Rosenkavalier freut, dann aber mit einem Morgenmuffel den Frühstückstisch teilen muss. Ich projiziere mich selber und alle meine Wünsche auf die andere Mensch. Es heißt, dass dieser Mensch wird zu Idealperson. Und das klappt auch, bis der Mensch fern ist. Wenn dann die Menschen zusammenkommen in den Alltag, dann kommt raus nach einer Weile die Individualität. Die Designerin Joanna Montgomery ist überzeugt, in Fernbeziehungen wird zu viel geredet und versprochen. Ihre Idee? Fernverliebten die Möglichkeit geben, ihren Körper sprechen zu lassen. Deshalb arbeitet sie an Pillow Talk, einem Sensor, der am Handgelenk den Puls misst und den Herzschlag an einen Lautsprecher überträgt, den sich der Empfänger unter das Kopfkissen legen kann. Das Schöne am Herzschlag ist, dass jeder eine andere Erfahrung bei der Benutzung von Pillow Talk haben wird. Es ist sehr viel schöner, als jemanden auf Facebook anzustupsen oder eine Nachricht mit Emoticon zu verschicken. Montgomery glaubt, dass sich immer mehr Kommunikationstechnologie für Verliebte vom Smartphone-Bildschirm wegentwickeln wird. Ein für sie logischer nächster Schritt, um sich auch übers Netz körperlich ganz nah fühlen zu können. Was wir mit Pillow Talk erreichen wollten, war etwas, das wir digitale Anwesenheit nennen. Ohne dass wir im gleichen Raum sind, haben wir dennoch das Gefühl, dass wir die Gegenwart des anderen erleben. Und zwar ohne ständig mit einem elektronischen Gerät herumhantieren zu müssen. Fernbeziehungen erhalten durch das Netz immer mehr digitale Stützräder, können aber das Bedürfnis der Menschen nach körperlichem Zusammensein nicht ersetzen. Dennoch helfen Gadgets und Apps, die Zeit bis zum nächsten Beisammensein zu überbrücken. Genauso wie Liebesbriefe, die sich die Menschen schon seit tausenden Jahren bis heute schreiben. Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Martin Buber. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.